Moin moin, liebe Seniors, liebe Senioritas und liebe Fabrikbesitzer, ich bin's wieder, der Seno, und wir spielen, wer hätte das gedacht? Moin moin, okay, du deiner jetzt Fabrikbesitzer. Ist, der macht auch irgendwas falsch. Wir spielen weiter in Space Exploration, allerdings muss ich einmal neu starten, sehe ich gerade. Beziehungsweise, ich habe ja schon einfach nur die Soundquelle nicht umgestellt, ja, mein Fehler. Ich hätte nicht neu starten müssen, egal, starten wir noch mal kurz neu, ist nicht schlimm. Hallo Moody Max, winke winke, hi. So, wir starten Factorio eben kurz neu. Ich habe das mit den Kopfhörern manchmal, wenn man Games startet und man stellt dann die Soundquelle um, also man schaltet dann die Kopfhörer dazu, dass das Game, dass die Kopfhörer nicht mehr als Output registriert quasi. Und dann hilft meistens nur Neustart. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht machen müssen. Ich habe es ein bisschen verkackt. Ich hätte einfach nur chillen müssen und meine Soundquelle umstellen müssen. Aber jetzt ist es, wie es ist. Und ich muss ganz kurz neu starten. Und dann geht's gleich los. Oh, wo ist Factorio? Aussuchen. Und dann starten wir neu. So. Starten. Steam ist, was das angeht, echt ein bisschen kacke. Games schließen und sofort wieder anmachen. Ist ja mal ein bisschen problematisch, weil sie dann rummeckern, dass die Synchronisation nicht funktioniert. Was natürlich Bullshit ist. Oh, jetzt müssen wir echt warten, das ist nervig. Wenn ich euch das kurz zeige hier. Geht's jetzt? Nein, Synchronisation nicht möglich. Wir müssen einen kleinen Augenblick warten. Ich habe übrigens alle Errungenschaften, wusste ich gar nicht. Have a nice day, Moody Max. Bye, bye. Oh, apropos nice day. Damit wir einen nice day haben, muss ich auf jeden Fall hier noch den hier einmal anschalten. Der ist nicht für mich, der ist tatsächlich für die Kamera. Ja, trifft. Jetzt kann ich auch das Game wieder anmachen. Na, siehst du mal. Und wir können loslegen. Ich weiß nicht genau, wie lange der Part jetzt wird. Hallo, Kampfhahn. Hey, zarte Perle mit roten Haaren. Oh, wie zart meine Perle ist. Das musst du erst noch rausfinden. Oder auch nicht. Ich weiß nicht genau, wie lange wir spielen können, weil ihr seht schon, die Tür öffnet sich wieder auf gruselige Art und Weise. Meine Mitbewohnerin hatte Nachtschicht, ja. Deshalb bin ich jetzt auch gerade relativ leise unterwegs, weil ich sie nicht wecken will. Und mach die Tür mal eben wieder zu. So. Ja. Die sollen noch ruhig ein bisschen schlafen und soll sich's gut gehen lassen. Die hatte Nachtschicht, die ist irgendwie um 9 Uhr morgens nach Hause gekommen, hat sich dann hingelegt und wurde durch meinen Schnarchen aber wach gehalten. Und von daher gönne ich ihr jetzt ein bisschen Ruhe. Wir haben hier eh noch das eine oder andere zu tun, ja? Also zwei bzw. drei Dinge erwarten uns. Erstens, Projekt 1. Wir wollen das hier unten hinbauen, ja? So. Oh, ungefähr so. Das müssen wir allerdings ein bisschen ordentlicher machen, weil das von den Anschlüssen schwer ist. Da wollen wir Rocket Control Units produzieren, wie ihr hier sehen könnt. Ja? Gestern, letzte Amtshandlung im Stream, war, dass wir dieses Förderband hier aufbauen. Also ich guck mal eben. Eigentlich sollten uns hier irgendwo Batterien entgegenkommen. Denn bei unserer zweiten... falsch abgebogen hier. Bei unserer zweiten Ölraffinerie, die erweiterte Ölaufsplittung benutzt, ja, guck mal, da kommen die ersten Batterien, haben wir jetzt auch eine kleine Batteriefabrik gebaut, die tatsächlich gar nicht so klein ist, wie man hier sehen kann. Da kommen, denke ich, mehr Batterien lang. Oh, das ist echt überraschend viel. Kein ganzes rotes Förderband, aber tatsächlich nicht so schlecht. Und diese Batterien lassen wir jetzt oben reinlaufen. Zu den Rocket Control Units, denn das ist momentan das Bottleneck. Das ist der hauptsächliche Grund, warum wir nicht schnell genug Satelliten produzieren, beziehungsweise die Raketen in die Luft schießen, um damit die Telemetriedaten zu farmen. Ja? Die Batterien laufen jetzt hier hoch, werden hier quer reingepackt und dann sollte dieses Förderband hier langlaufen können. So. Läuft dann hier runter und dann sollten auch die unteren anfangen können zu arbeiten. Die arbeiten jetzt schon tatsächlich, aber ja, die hinteren halt nicht mehr. Und so viele
Batterien, wie wir da gerade gleich sideloaden werden, wird das definitiv bis nach unten funktionieren und auch volllaufen. Und deshalb wollen wir hier unten eben noch einen Rocket Control Unit Part hinbauen, damit wir unseren Output nochmal grob verdoppeln können an diesen wunderschönen Dingern hier. Low Density Structures haben wir gestern erhöht. Es ist noch nicht perfekt, aber ihr könnt sehen, es stackt sich langsam hoch. Also auf jeden Fall aktuell produzieren wir sie schneller, als dass wir sie verbrauchen, was aber natürlich auch daran liegt, dass wir hier einen Bottleneck haben. Ja? Also die Satelliten unten, also die Raketensilos, produzieren ja nicht rund um die Uhr, sondern sind eben durch die Rocket Control Units hier gebottleneckt, ausgebremst. Wir werden aber einmal hier unten noch ein weiteres Lagerhaus hinbauen. Wenn ich noch eins bauen kann, heißt das. Was fehlt mir? Beides. Das ist ein bisschen nervig. Da muss ich zwei kleine bauen. Kommt da und da eins hin. Ist erstmal okay. Einfach, um das hier ein bisschen leer laufen zu lassen. Beziehungsweise um das hier ein bisschen leer laufen zu lassen. Beziehungsweise um hier die Förderbänder mal abzuernten. Ihr habt gesehen, das hat sich hochgestaut. Wir haben also momentan mehr als zwei von den großen Warenhäusern an Telemetriedaten, die darauf warten, dass sie umgewandelt werden. Das ist dann auch noch heute Sinn der Sache, ja, dass wir die Dinger hier quasi alle einmal upcyclen und dann wirklich Tränke herstellen. Das sind die drei Sachen, die ich theoretisch gerne schaffen würde. Und deshalb fangen wir jetzt damit an, die Rocket Control Units zu erhöhen. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist dann, dass wir die Telemetriedaten zu Tränken machen. Jo. Weiß noch nicht genau, wie aufwendig das wird. Ich glaube, elektrische Öfen und noch irgendwas, ne? Speedmodul oder so brauchen wir dafür. Das sehen wir dann. Beziehungsweise kann ich auch einmal kurz gucken hier. Factory Planner müsste ja hier drin eigentlich sein. Beziehungsweise müsste hier... Ja, doch, Speedmodul und elektrische Furnaces. Das kriegen wir irgendwie schon gedeichselt. Guck mal eben ganz kurz. Wird schon wieder bei Snapchat genervt. Die ganzen Tag nervt. Snapchat. So schlimm. So. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt das irgendwie clever machen. Und ihr könnt schon sehen, ich habe das hier nicht wirklich clever gemacht. Ich nehme mal nur den Basic-Aufbau. Ja? Der Basic-Aufbau ist das hier. Das ist ja eine Reihe. Eine Reihe passt hier hin. Ich könnte auch da lang gehen. Will ich auch. Die Ecke schneiden wir weg. Und gehen lieber hier oben lang. So. Und ich lasse es erstmal so laufen. Dann habe ich nämlich hier ein bisschen mehr Platz und kann im Grunde auf dieselbe Höhe gehen wie oben. Allerdings ist das hier jetzt ein zu kurz, oder? Die oberste Reihe ist ein kürzer, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also machen wir das hier. Das ist unsere Blaupause. Die kommt im Grunde, will ich zwei Felder Platz lassen. Ja doch, zwei Felder ist gut. Und dann machen wir so, so. Ey, das passt doch nicht. Moment, nochmal wegmachen. Ich brauche quasi das hier. Wahrscheinlich. Ich muss aber kurz ein bisschen gucken, wie ich das genau jetzt hier anschließen will. Dann noch einer unter? Ganz knapp, aber ja. Okay, ich denke mal, ich will das hier so haben. Und jetzt muss ich nur noch die richtigen Sachen anschließen. Das wäre einmal dieses Förderband für Glas und rote Chips. Läuft hier rüber. Läuft dann hier runter und da wieder rein. Läuft hier rum. Läuft runter. Und da wieder rein.
läuft hier rum. Runter und da rein. Das ist falsch. Ich gucke mir das mal ganz kurz an, aber irgendwie... ist es tatsächlich eigentlich genau falsch rum. Sollte aber funktionieren. Na, wichtig ist ja nur, dass jede Montagemaschine Zugriff auf alle Ressourcen hat, logischerweise. Und eigentlich müsste das gewährleistet sein. Na, die können jetzt alle schon mal arbeiten, fangen sich an, die roten wegzusnacken und die Glasplatten wegzusnacken. Jetzt brauchen wir noch Eisen und Batterien. So, Batterien kommen von hier und wir können sehen, das sind tatsächlich auch so viele. Und da können wir uns hier hinten die andere Seite wegsnacken und dann hier reinlaufen lassen. Jetzt sollen aber natürlich nicht nur Batterien rein, sondern eben halb Batterien, halb Eisen. Und die große Frage ist jetzt, was mache ich mit dem Eisen? Ich könnte einmal einfach hier runtergehen. Das nochmal weglöschen. Und den hier rüberlaufen lassen. Ja, das wäre jetzt Schritt 1 quasi. So, jetzt würden die ersten hier schon anfangen zu produzieren. Wenn die hier rote Chips bekommen würden. Die roten Chips sind aber irgendwie weirdly enough schon alle weg. Einfach weil hier so viele rote Chips hier oben schon weggesnackt werden, dass hier unten nicht mehr so viele ankommen. Das ist ja aber okay. Ist kein großes Problem, jetzt hier neue reinlaufen zu lassen. Beziehungsweise... lasse ich eins einfach schon mal hier oben reinlaufen. Moin moin, du geiler. Am Ende so, da kommen rote Chips rein. Hallo Dennis. Ich glaube, ich mache sogar noch so. So. Rote Chips laufen rum und laufen dann halbseitig rauf. Gut. Und ich weiß nicht genau, bis wo die halten. Aber im Grunde würde ich die dann da hinten gerne auch nochmal rauflaufen lassen. Das ist nicht ganz so einfach. Deshalb mache ich hier einen Rüberjumper, hier einen Runterjumper, hier einen Rüberjumper. Und... nee, Moment, ich bin ein bisschen lost gerade. Nicht so einfach, das Ding hier praktikabel einzusetzen. Also so, das ist Schritt Nummer 1, so können wir machen. Ja? Und bis wohin reichen dann die roten Chips? Das muss ich mir mal einmal ganz kurz angucken. Einfach um zu sehen, wie weit wir damit jetzt genau durchkommen. Ja, aber doch, und dann im Grunde... mache ich so und so. Und so kann ich eigentlich auf jeder Lane einmal neue rote Chips reinlaufen lassen. Und damit das noch ein bisschen besser wird, kann ich hier oben auch nochmal so machen. Wobei, Quatsch, hier oben bringt das nicht wirklich viel, logischerweise, weil die ja hier unten schon reinlaufen. Das heißt, die haben rote Chips. Die haben rote Chips. Hier, die werden keine haben. Aber da unten haben sie wieder welche. Das heißt, eigentlich müsste ich, wenn es irgendwie gut läuft, hier noch welche sideloaden. Und das wollte ich hier oben machen. Das da wollte ich so machen. So läuft es darüber. Es kann sein, dass wir hier insgesamt einfach nicht genug rote Chips haben. Ja, also das ist durchaus möglich. Dasselbe gilt für Glas. Ist ein bisschen schwer abzuschätzen. Und ich lasse die jetzt einfach so aufeinander laufen. So, so. Dann einen runter und dann rüber. Und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Wie gesagt, auch hier gilt, es muss nicht unbedingt hundertprozentig alles super geil laufen. Wenn hier von 70-80% arbeiten, bin ich eigentlich schon relativ happy.
Das mit den roten Chips sieht eigentlich ganz gut aus. Frage ist... Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Also hier staut sich genug. Also selbst wenn wir hier jetzt ein bisschen rote Chips verbrauchen, ist das okay. Das ist jetzt kein großes Thema. Das ist gut. Glas ist das nächste Thema. Haben wir genug Glas? Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Größeres Problem ist, dass die Dinger jetzt hier zusammenlaufen. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Stimmt schon. Wir gehen weiter raus. Nach da. Gehen so runter. Gehen dann wieder rein. Jumpen hier rüber und lassen es so rüberlaufen. So ist es besser. Sich hier einmal kurz reparieren. Ist es jetzt richtig? Ich meine ja. Glas läuft rüber, Glas liegt auf der richtigen Seite. So, letztes Bottleneck, das wir jetzt eigentlich haben, sind tatsächlich die Eisenplatten. Eisenplatten laufen hier rüber. Hier ist jetzt erstmal Ende Gelände. Aber dann laufen wir runter und gehen hier wieder rein. Komm her, so. Dann geht's hier weiter. Die laufen hier zurück und laufen dann auf der Innenseite hier runter, hier rüber und laufen da zurück. So weit, so gut. Dann müssen wir natürlich hier rüber jumpen und lassen die beiden quasi einmal zusammenlaufen. Lass die einmal hier einlagern. Ach Gott, Stein. Habe ich hier oben auch ein Lager gebaut? Nee, ne? Hier oben kommen die einfach so rausgeschossen. Gehen dann nach da oben. Passt schon. Nehmen wir ein Förderband, weil eins reicht. So produktiv sind wir jetzt hier auch nicht. Und lassen das im Großen und Ganzen einfach so hier rauflaufen. Mehr müssen wir gar nicht machen. Das ist schon alles. Und weil das hässlich aussieht und ich nicht richtig überlegt habe, kann ich natürlich auch einfach so machen. Und die so hier rauflaufen lassen. Ne? Gut. Das heißt, das arbeitet alles. Wir haben zu wenig Eisenplatten. Das dürfte eigentlich gar nicht so schwer zu fixen sein. Dasselbe gilt für die Glasplatten. Wir können sehen, dass wir hier Glasplatten haben, die sich nicht bewegen. Sprich, ich gehe hin und mache einmal so. Und mache einmal so. Hab dann hier nochmal Glasplatten. Und lass die... Wo wollen wir die rauflaufen lassen, die Glasplatten? Ganz oben. Im Grunde kann ich die einmal da rauflaufen lassen. Fehlen noch irgendwo Glasplatten? Ich glaube nicht. Aber Eisenplatten müssen wir hier halt noch irgendwie einmal quer reinschieben. Und dann gucken wir, hier oben fehlen uns... Oder nicht fehlen uns, hier oben haben wir genug Eisenplatten. Das heißt, wir machen so... Der geht runter, der geht dorthin, jumpt rüber. Und das ist eine Blaupause, die ich nie wieder kopieren will. Aus Gründen, die ihr hier sehen könnt. Ja, das ist auch wieder ein ordentlicher Clusterfuck. Heslo. Hier kommen wir gar nicht längs, Moment. Jambalaya, die machen wir so, warte mal, nein. So. So. Das geht gar nicht so, wie ich mir doch geht. So. Zack, 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 zack. Der kommt da raus. Der geht darüber. Der geht dahin. Schon wieder ein Shit, sage ich dir. Aber passt. So, dann lasse ich die Eisenplatten hier rauflaufen, indem ich hier einen Durchgang schaffe und die sideloade. Hier lasse ich zwei mehr Platz, weil ich hier nochmal splitten will. Und dann geht es noch weiter runter und dann sideloade ich hier nochmal.
Kann ich hier sideloaden? Nicht wirklich. Es sei denn... Ich mache... So. Hässlich ist das alles, was ich hier baue. Aber hallo Freiwild übrigens. Gar nicht gesehen, dass du da bist. Ich war so vertieft hier gerade. Aber es funktioniert. Und das ist ja die Hauptsache. So. Und dann kann der darüber, ja. Und jetzt arbeiten die alle. Also in einem winzigen Moment sollten die alle arbeiten. Das Eisen rödelt jetzt noch einmal rüber. Und die Produktionszeit auf den Batterien Rocket Control Units ist halt so lang, dass das Eisen eigentlich hier durchrutschen müsste und dann auch hier unten gleich ankommen müsste. Aber selbst wenn nicht... So, woran fehlt's euch hier? Rote Chips. Ja, liegt daran, dass wir hier oben einfach ein paar weniger haben, ne? Da oben könnte ich eigentlich auch nochmal rote Chips sideloaden. Also hier, dass das wirklich ein halbes, volles Band ist, das müsste eigentlich auch drin sein. Da jetzt hinkommen wir natürlich irgendwie ein bisschen abfuck. Es sei denn, ich splitte hier nochmal irgendwie. Boah, es ist schon... Okay, aber wenn wir schon Bullshit machen, machen wir halt richtigen Bullshit. So, dann gehen wir hier raus. Der geht hier rüber. Der geht da lang und dann hier hoch. Fail. Fail, stopp. Geht hier rüber. Dann hier rüber. Dann hier rüber. Es ist einfach nur noch so ein Scheiß, den ich hier baue. Dann hier rüber. Dann macht er eine Kurve. Kurve, Kurve. Der geht direkt dahin und der muss... Nee, der muss doch nach oben. Moin, moin, so, du geiler Fabrikbesitzer. So. Und dann haben wir jetzt hier ein volles, halbes rotes Förderband. Mein Gott. Dein Char sieht ja mal richtig witzig aus. Moin, Seno, war lange nicht mehr hier. Little Penguin. Penguin. Wir haben jetzt noch einen anderen Pinguin hier. Ja, ein Pingu-Gin. Tatsächlich. Ja. Ja, der ist mir nachempfunden. Der hat mein Logo und meine Haare. Ich habe jetzt gerade nicht mein Logo-T-Shirt an, aber eigentlich sieht er aus wie ich. Nur ein bisschen dünner. So, guck mal, das funktioniert alles relativ wunderbar. Es ist ein Problem, dass das Eisen hier leer läuft. Das ist sogar ein relativ großes Problem. Warum kommt hier oben gerade so langsam Eisen hinterher? Kann mir das einer sagen? Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Wo kommt dieses Eisen her und warum bist du so wenig? Das kommt von hier, von da, halb von da, dieses Förderband hier müssen wir irgendwie mal bitte voll machen. Ja, und das kriegen wir hin, indem wir so machen. Schon besser. Und wieder was repariert. Aber jetzt laufen beide leer. Nee, das liegt daran, dass die hier zu langsam produzieren. Aber... Läuft das leer oder ist das voll? Okay, das ist voll. Das heißt, wir können ja auch einfach noch einen Lane hinterherpacken. Moment. Dann machen wir so. Wie geht's dir denn, kleiner Pinguin? Nochmal das hier kopieren. Ohne die Rohre, bitte. Ich brauche die Rohre nicht in der Blaupause. Ich brauche nur das hier. Dann klatsche ich das dahin. Wir können da nochmal Produktivitätsmodule reinhauen, wenn wir schon dabei sind. Ich meine, warum nicht? So, und jetzt sehen wir hier das eine Problem. Wir haben hier nicht genug Ausgänge. Wobei, wir haben hier genug Ausgänge. Come on, wir können definitiv den und den hier wegnehmen. Indem wir dort und dort einfach zusammenbalancen. Und dann haben wir auf einmal einen neuen und haben hier noch neun. Und schon haben wir wieder zwei neue Eisenerzausgänge. Na, einfach gar nicht lange überlegen, einfach nur machen. Einfach nur mit der Brechstange hier Produktivität erzwingen. Darunter, darunter. Zack, zack, zack. Die fangen an zu produzieren. Und damit das richtig schön ist und das auch richtig ballert, holen wir uns dann hier... ein Feld zu wenig Platz, ernsthaft?
Na, geht auch dahin. Hier Lagerhaus rein. Einmal rein, zweimal rein. Da noch zweimal rein. Du gehst so rum auf die Höhe. Du gehst auf die Höhe. Du gehst auf die Höhe. Und du gehst auf die Höhe. Und dann geht ihr runter, runter. Und wenn jetzt alles richtig funktioniert, sollten wir theoretisch hier zwei volle Eisenförderbänder haben. Wir benutzen nur eins. Also solange das hier wirklich restlos voll ist, bin ich einigermaßen zufrieden. Ich kann mir ansonsten hier noch ein neues Förderband runterlegen lassen. Da komme ich auch irgendwie hier unten durch. Theoretisch jedenfalls. Da würde ich da wohl schon irgendwie langkommen. Ja, ist das genug Eisen oder ist es nicht genug Eisen? Das ist hier die entscheidende Frage. Müssen wir mal kurz ein bisschen laufen lassen. Ganz gut, außer diese verdammte Wärme. Ja, mir geht's so lala. Ich bin relativ aufgeregt, weil am 10.7. meine Umschulung losgeht zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Ich werde also Programmierer. Im besten Fall, also wenn ich es nicht verkacke, aber ich habe nicht vor, es zu verkacken. Also werde ich Programmierer. Bin ich super gespannt drauf. Ich habe gerade eine eiternde Wunde auf dem Rücken. Nein, ich hoffe nicht, dass sie eitert. Sie heilt gerade ab. Weil mir ein Grützbeutel entfernt wurde. Und es ist wirklich so eklig, wie es sich anhört. Ich hatte so eine verstopfte Talgdrüse, die der Meinung war, es wäre irgendwie sinnvoll, mir so eine dicke Beule auf dem Rücken entstehen zu lassen. Nicht sehr appetitlich. War beim Chirurgen. Hab sie wegschnibbeln lassen. Das heilt jetzt gerade zu. Wurde genäht und alle drei Tage darf ich jetzt einmal Verband wechseln gehen. Sollte aber Ende des Monats hoffentlich abgeheilt sein, denke ich. Heute habe ich irgendwie ein bisschen blöde Bewegung gemacht. Heute ist die Wunde wieder aufgegangen und subsch gerade die Bandage voll. Und ich habe einen Nierenstein. Das ist halt auch nicht so geil. Moin moin, du geiler Fabrik. Allerdings stört der mich momentan nicht. Also der hat sich jetzt seit anderthalb Wochen, zwei Wochen irgendwie gar nicht mehr bemerkbar gemacht, was theoretisch gut ist. Ist auf jeden Fall besser, als wenn er wehtut. Was seht ihr, das? Guck mal, wie wenig Eisen hier unten ankommt. Das ist immer noch zu wenig Eisen. Aber ich habe da oben ja noch eine Eisenlane gehabt. Also ich muss nur die Eisenlane hier irgendwie runterbringen. Was aber nicht so einfach ist. Also ich muss dieses Ding hier irgendwie... Mal gucken da lang. Ah, okay, das geht. So, wir machen richtig Blödsinn hier. Wir gehen hier lang. Ganz langen Umweg machen wir. Ist mir aber egal. Das hier ist so ein Clusterfuck mittlerweile. Ich freue mich schon auf den Moment, wo wir irgendwie zu einem anderen Planeten kommen und ich nochmal ein bisschen... sauberer arbeiten kann. Wisst ihr, wie ich meine? Aber das dauert noch einen Moment. Die Höhe hier, genau. Hier dadurch. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Das hier sieht nicht gut aus. Ist aber auch egal. Wir können dann nämlich hier abbiegen und hier runter. Und dann gehen wir mit dem Eisen hier lang. Laufen hier rüber. Und sind jetzt quasi angekommen. Ich gehe hier lang. Dann noch darüber. Ja, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Und ich glaube, was ich machen will, ist hier splitten, hier rüber und hier reinmischen, dass dieses Förderband wieder schön voll ist. Dann müsste ich aber noch ein bisschen was übrig haben. Und mit diesem bisschen übrig gehen wir weiter runter nach hier und lassen das da reinlaufen. Dass hier unten auch wieder genug Eisen ist. Also es soll jetzt nicht an Eisenplatten mangeln, ja. Zur Not nehme ich mir noch irgendwo neues Eisenfeld oder so. Hier wird schon noch irgendwas in der Nähe sein, was ich benutzen kann. Super, ich komme in den Stream und höre nur das, was voll gesapscht wird, Kurtika. Ich weiß. Da wirst du ein bisschen neidisch, ne? Aber, Nein. Kann ich einfach rumlaufen und alles mögliche vollsapschen. Das geht nicht. Ich beschränke mich da auf meine eigene Rückenbandage. Schlimm genug. Tatsächlich. Und guck mal, hier oben sehen wir, ich brauche immer noch mehr rote Chips hier oben. Das heißt, ich gehe hier rüber und dann hätte ich es richtig gemacht auf jeden Fall. Könnte ich hier so halbseitig einlaufen. Da ist jemand aufgewacht. Ich schalte mich mal ganz kurz stumm und bespreche mal kurz ein, zwei Sachen.
da bin ich wieder. So, woran scheitert es jetzt? Warum arbeitet ihr nicht? Batterien. Okay, aber das ist tatsächlich das kleinste Problem. Weil wir hier unten noch ein Förderband voller Batterien haben. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass wir die hier auch nochmal refreshen müssen. Und Batterien müssen auf die Eisen... Nee, warte mal, wer arbeitet nicht? Ihr hier, warum habt ihr keine Batterien? Das ist interessant. Weil ich hier Batterien nochmal auflegen muss, hier. Das hier sind zu wenige. Das ist dieses Förderband, das heißt, ich kann hier runtergehen und hier rüber. Ja, ist zu lang, oder? Nee, passt doch. Passt? Nee, passt nicht. Lasst bitte Batterien hier durch. So. Dann mischen wir Batterien hier wieder rauf. Ist leider aber auf derselben Seite. Ich muss es auf die andere Seite packen. Ja, machen wir einen... Ja, ich denke mal, wir nehmen einfach zwei... Zwei Stack-Inserter und dann dürfte das ein bisschen besser sein, oder? Ich kann auch noch mehr tricksen. Ich meine, das ist jetzt die schlimmste Blaupause ever. Ah, ne, kann ich nicht. Ja, aber okay, machen wir es so. Oder fällt mir noch ein anderer Weg ein? Ne, aber eigentlich ist das schon ganz gut. Du hast meine Nachricht überlesen, Seno. Habe ich wirklich tatsächlich. Witzig, ich beginne meine Ausbildung zum Fachinformatiker. Ne, das habe ich gelesen. Ich habe es noch nicht kommentiert, tatsächlich. Cool. Also freut mich für dich. Wie bist du drauf gekommen? Und hier unten fehlen dann auch Batterien, ne? Jetzt sollten aber eigentlich genug Batterien durchrutschen. An Batterien darf es eigentlich nicht scheitern. Ja, aber das hier macht mich nicht happy. Warte mal, na, da gucke ich nochmal, da gibt es bessere Möglichkeiten. Ich habe da oben Batterien. Ich will quasi... Also das hier ist das Schlimmste, was ich seit langer Zeit gebaut habe. Nicht, weil es nicht funktioniert. Es funktioniert. Ja, also es ist eine funktionale Sache hier. Also es ist schon furchtbar. So, ich würde gerne hier ankommen. Das geht aber nicht, weil ich da einen Untergrundförderband habe. Ich könnte höchstens... Ich möchte hier ein Förderband, das so Batterien raufführt. Aber das ist echt tough. Das ist tatsächlich echt tough. Ich könnte hier so machen, dann geht das Eisen runter. Und dann kann ich hier einen Splitter hinmachen und kann hier schon mal welche raufpacken. Das funktioniert. Seht ihr das hier? Da wird die Lücken, da werden hier alle Lücken geschlossen, dass wir da wieder ein komplettes halbes haben. Das ist schon mal ganz gut. Tak, 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 tak. Und die andere Hälfte geht da oben hin. Also das ist in Ordnung. Dementsprechend sieht das hier auch besser aus und ich muss hier gar kein Sideloading mehr machen, weil das ist ja alles voll, weil ich ja gerade da oben raufpacke. Das heißt, hier ist okay. Dann werden die hier weggesnackt, werden weggesnackt, werden weggesnackt. Und im Grunde könnte man dann hier hinten lieber nochmal aufpacken. Und das kriegen wir hin, indem wir... Uff, das ist zu weit, glaube ich. Von hier nach da. Ja, es ist zu weit. Aber... Ich kann hier noch ein bisschen mauscheln, dann kann ich da lang gehen, dann kann ich hier noch einen Splitter benutzen. Kann ich nicht, kann ich nicht. Kann ich wohl. Also das Batterien drauf so. Ich muss nur den einen weiter nach hinten setzen. Den einen weiter nach hinten setzen. Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Dahin laufen lassen, kann dann den hochlaufen lassen, kann den hier rüber jumpen lassen, frische Batterien laufen durch,
Frische Batterien laufen bis nach hier. Frische Batterien kommen runter. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu weit. Ich lasse sie Runde hier runterlaufen und dann können sie sich da einmal reinmischen. Es ist, wie gesagt, wirklich ein fürchterlicher Clusterfuck, den wir hier bauen. Aber es ist unser Clusterfuck und wir sind stolz drauf. So, das heißt, wir haben da Batterien, wir haben da Batterien. Wir gehen hier rüber, hier runter und hier rüber. Und gehen da rein. Dann haben wir da auch gleich nochmal Batterien. Für die letzte Lane. Und das ist wirklich, also was wir hier an Sideloading und hier wieder auffrischen und da nochmal ein bisschen was reinmischen haben, ist ein super Clusterfuck. Aber seht ihr das? Es ist fast alles grün. Also nur noch die letzten anderthalb Lanes hier unten sind rot und die werden jetzt grün durch die neuen Batterien, die wir hier rein haben. Das heißt, wenn wir jetzt gucken und unsere Produktion von Rocket Control Units anschauen. Oh Gott, ich kann sie nicht anklicken. So. Und wir gehen jetzt mal auf die letzte Stunde, sehen wir, also die letzten 10 Stunden. Wir krabbeln hoch, ja, wir kämpfen uns hier nach oben. Guten Abend, Onkel Redhead. Ich bin nicht mehr lange Redhead, bald bin ich Firehead. Ende des Monats, und es ist ja bald tatsächlich, so in ein paar Tagen werde ich mir die blondieren und orange färben lassen. Das wird krank. Ja, ist neu, gestern erschienen. Was denn? Muss nicht gut aussehen, nur Funz muss es, genau. Ja, habe schon immer mit PCs gearbeitet und allgemein viel in der IT geholfen, von daher. Und habe dort ein Praktikum gemacht gehabt und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist das Spiel neu? Hab das noch nie auf deinem Kanal gesehen. Ach, dieses, das hier. Ja, tatsächlich. 3D-Sex-Villa heißt es. Wissen viele nicht. So, guck mal, und alles ist jetzt hier unten. Batterien kommen an und mit diesen Batterien hier, ich stelle mich hier mal rauf. Mit diesen Batterien wird unsere Produktivität sogar noch weiter nach oben gehen hier. Guck mal, noch weiter skyrocketet. Skyrocketet sie. Und wir sind jetzt bei pro Minute bei 430. Ist, glaube ich, nicht ganz realistisch, weil die Produktionszeit, glaube ich, über einer Minute liegt. Auf jeden Fall mit den Produktivitätsmodulen drin. Deshalb schwankt das hier auch immer so. Aber so im Schnitt irgendwie, wenn wir die letzten 10 Minuten angucken, sind wir jetzt so bei 388. Die Zahl müsste langsam noch nach oben gehen, so auf 400, 420 schätze ich. 388. Ja, weil... Er guckt jetzt ja 10 Minuten in die Vergangenheit quasi und da haben wir ja noch nicht alles optimiert gehabt. Deshalb geht jetzt mit jeder Sekunde, die vergeht und jeder Strich, der hier hinten weggeht und hier oben neu kommt, geht es höher. Und wir sind, glaube ich, eher realistisch bei 450 sogar. Also nichts hier 400, 420, sondern 450, 480 teilweise. Und ja, alles läuft. Also das Projekt ist abgeschlossen. Das haben wir tatsächlich gut gemacht. Solange bis uns irgendein Rohstoff ausgeht, was wahrscheinlich viel schneller geht, als mir lieb ist. Aber für den Moment ist das perfekt. Für den Moment haben wir die Produktivität hier unten, die wir uns gewünscht haben. Ja, und auch die, die theoretisch nötig ist. Also wir brauchen 500 Kontrolleinheiten und was haben wir gesagt? 380 oder sowas, ne? Da sind wir jetzt so grob. 460, ja, das kommt hin. Ein bisschen, ganz kleines bisschen drunter sind wir, aber das ist in Ordnung. Im Factory Planner, wenn wir gucken und sagen, wir wollen die Dinger herstellen... Rocket Control ist, wir bräuchten 333 Maschinen mit Produktivitätsmodulen Level 1, die wir überall drin haben, wären es 386. Und wir haben hier 279. Das ist komisch, weil das ist eigentlich ein Unterschied von 100 Montagemaschinen. Also von ungefähr einem Viertel. Ein Viertel von 500 sind 125. Das heißt, eigentlich sollten wir 125 zu wenig produzieren. Also statt 500 minus 125 wären 375. Eigentlich sollten wir nur 375 produzieren. Unsere Produktion sagt aber... Hier 100. Das kann ich mir tatsächlich nicht erklären. Ich weiß nicht... Warum wir zu viel produzieren. Also die Maschinen dürften gar nicht so viel produzieren. Es sind überall wirklich nur Produktivitätsmodule Level 1 drin. Und wir haben 279 Stück. Ah, nee, hier oben sind noch welche. Stimmt, die habe ich vergessen. Da oben sind nochmal 41. Das heißt, insgesamt haben wir 320 statt 386. Und dann kommt das hin. Dann haben wir 60 Maschinen zu wenig ungefähr. Passt.
60 Stück wären eine so eine Reihe. Also wenn ich noch eine Reihe hier unten hinbekäme. Ist geil. Machen wir hier noch eine Reihe hin. Ich meine, fuck it, why not? Die Höhe hier runter, dahin. Alles aufgebaut, Strom rüber. Da werde ich jetzt nicht so optimieren. Also da kommt jetzt halt an Material an, was ankommt. Und wenn nicht genug ankommt, dann kommt halt nicht genug an. Dann ist mir das egal. Den lassen wir hier runterlaufen und lassen wir hier rüberlaufen. Dann haben wir hier schon mal Nummer 1. Passt. Hier müssen die fertigen raus. Da passt sogar. Xenoas und Xenoritas, es ist Zeit, den Entgegner zu bekämpfen. Zu benutzen. Guckt in den Chat. Zu bekämpfen, nicht zu benutzen. Da war mein Kopf aber bei anderen Dingen. So, dann gehen wir hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und lassen die neuen Control Units, die wir produzieren, mit denen hier zusammenlaufen. Verbinden die beiden miteinander. Moin, moin, du geiler Fabrikant. Hier benutzen wir mal Cliff Explosives, das ist mir egal. Das läuft darüber, das läuft darüber. Und dann brauchen wir noch die roten Chips und das Glas hier unten. Das wird ein bisschen tricky. Da gehen wir hier lang. Ach komm, ist mir alles egal. Dann gehen wir hier lang und hier lang und hier lang. Und dann. Wie gesagt, das hier ist furchtbar. Ich hoffe, dass ich diesen Abschnitt nie irgendwie... Das alles hier ist fürchterlich. Es funktioniert, es ist schön, es ist unsers, aber es ist fürchterlich. Das stimmt hier nicht. So, jetzt aber. Ist irgendwas durchgerauscht? Ne, sieht gut aus. So, jetzt wird hier unten produziert und dann ist alles gut. Wie weit bist du schon damit? Ich bin komplett drin. Balls deep, mein Lieber. Ich bin balls deep drin. Genau, da kannst du dir einmal die Modliste angucken. Hallo Mindas. So, gucke mal, meine lieben Peschmergas. Ja, es ist einfach ein wunderschöner Graus, was wir hier gebaut haben. Dadurch geht die Produktivität gleich nochmal hoch. Und jetzt können wir zu den Raketen gucken. Wir folgen diesem Förderband hier. Ja, und wir sehen schon, das ist halt immer noch nicht... Ja, also das ist alles andere als ein volles Förderband. Eigentlich könnten wir das nochmal verdoppeln. Aber können wir halt nicht. Dafür sind die Ressourcen hier einfach momentan nicht da. Aber wenn wir jetzt hier runtergehen, uns das hier unten angucken, hier hingehen, da startet schon wieder eine Rakete. Oh, seht ihr das? Die Dinge füllen sich. Die Förderbänder laufen voll. Oh, dass ich das noch erleben darf. Unsere 20 Silos sind jetzt auf Dauerproduktion. Alle Rohstoffe sind da. Alle Rohstoffe sind vorhanden. Ich guck nochmal, habe ich hier bei den Silos... Ja, okay, guck mal, das ist das Ding. Ich arbeite hier unten mit Produktivitätsmodulen. Die kann ich hier aber nicht einstellen, weil ich hier das Silo nicht ändern kann. Doch. Nicht. Ah, guck mal, ich könnte so machen. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Und dann brauche ich diese eigentlich 27 Raketensilos. Ja, das heißt, ich habe hier nur 20. Und ich habe hier aber mit den alten Zahlen quasi noch gerechnet. Und deshalb produzieren die quasi zu schnell. Ich kann, wenn ich wirklich Bock hätte, im Factory Planner die Dinger auch einmal umstellen auf Geschwindigkeitsmodul, dann bräuchte ich halt nur noch 12,6. Und ich kann die ja durchaus ändern. Also ich kann hier hingehen und sagen, nehmt mal bitte Geschwindigkeitsmodule. So, ändert das mal eben, meine kleinen Roboter. Naja. Ändert das mal, habe ich gesagt. Jetzt kommen hier überall Geschwindigkeitsmodule rein. Statt den Produktivitätsmodulen. Und da werde ich wahrscheinlich nicht mehr genug produzieren von den Zwischenprodukten. Ciao. Weil sobald die jetzt wieder anfangen zu arbeiten, werden die halt relativ schnell weggesnackt, denke ich. Hier wieder einer weg, wieder einer weg, wieder einer weg. So schnell produziere ich die nicht neu. Aber dementsprechend schnell kommen hier die Raketen rausgefeuert. Also ich meine, da kommen wieder zwei, hier kommen nochmal vier. Also das sind schon 6 Stück auf der rechten Seite. Auf der linken Seite öffnen sich jetzt hier auch schon wieder 3 Stück, 4 Stück. Also die Dinger ballern jetzt hier echt gut raus. Das ist schon krass. Zack, zack, zack. Und da fliegen Dinge in die Luft. Also das ist gut. Das ist wirklich gut. 2-2 wäre eine Idee, ja. Also irgendwo ist der Sweet Spot. Kann ich das nicht sogar hier genau eintangieren? Ich kann... Ja, ich kann das sogar so mit Schild machen hier. 16? Nee. 1-3 vielleicht. 1-3 wäre es. Eine Geschwindigkeit, 3 Produktivität kommen wir auf 19,6 und 20 haben wir. Dann... Kriege ich das, glaube ich, aber tatsächlich nicht mehr mit.
den Modul-Inserter hin. Aber ich kann ja überall Produktivitätsmodule einmal eben reinpacken. Ich ändere das nochmal hier durch. Seht ihr, dass wir hier rausgeballert kommen, die Raketen? Das ist so ein geiles Gefühl gerade. Richtig, richtig nice. Alter, das ist gut. So, passt. Und dann machen wir halt überall ein... Guck mal, das ist auch geil, ne? Dass ich die einfach überschreiben kann. Für so eine Sachen liebe ich Factorio. Deshalb konnte ich mich auch nicht mit Satisfactory oder mit Dyson Sphere Program oder wie sie alle heißen anfreunden, weil von der Steuerung und von dem Interface ist Factorio so nice. Alles bis auf Flüssigkeiten. Guck dir das an. Dass ich, weißt du, in einem anderen Spiel hätte ich raufklicken müssen, hätte das Ding rausnehmen müssen, hätte ins Inventar gehen müssen, hätte einen freien Platz suchen müssen, hätte das ablegen müssen, hätte dann wieder reinklicken müssen, hätte dann wieder das richtige Modul aus meinem Inventar raussuchen müssen, wo immer die auch sind, weißt du, und hätte das dann reinklicken müssen. Aber hier konnte ich jetzt einfach das Ding in die Hand nehmen und einfach hier raufklicken und es direkt austauschen. So aus dem, das, diese Sachen sind so gut. Ja, da lecken die anderen Games tatsächlich. Oft. Wobei ich sie auch in der Early Stage gespielt habe und viele von diesen sehr coolen Funktionen hat Factorio natürlich auch erst irgendwann in der Entwicklung bekommen. Ne? Also, ja. Guck mal, Satelliten dürften auch momentan genug hier sein. Das dürfte auch eine ganze Zeit lang reichen. Und guck mal, selbst die Dinger sind voll. Der ist auch voll. Das ist jetzt der nächste Schritt, die Dinger hier zu tanken machen. Da startet wieder einer. Wir können mal eben auf die Produktivität gucken. Ich meine, wir können uns die Telemetriedaten ja hier angucken als Item. Von der Produktionsrate. Und dann gehen wir auf Stunde hoch. 300 pro Minute in der letzten Stunde. In den letzten 10 Minuten allerdings 430. In der letzten Minute 300. Also irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Gerechnet haben wir mit 500 die Minute sollten wir eigentlich. Wenn alles hier rund läuft, sollten wir auf 500 die Minute kommen. Wundert mich, dass wir nicht da sind. Warum sind wir nicht auf 500 die Minute? Warum sind wir nur auf 300 die Minute? Ich glaube, es liegt... Ja, doch, aber guck mal, auf die letzten 10 Minuten sind wir jetzt auf 450 pro Minute. Es kann sein, dass wir auf die 500 kommen. Es könnte auch sein, ja, jetzt sind wir auf 500 die Minute. Okay, passt. Dass die Animation, dachte ich, vielleicht nicht mit einbezogen wird. Weil während diese Animation hier spielt, wo haben wir sie? Hier. Wenn diese Animation spielt, wird ja nicht weiter produziert. Und ich war mir nicht sicher, ob die, der Factory Planner das quasi mit einbezieht. Also die echte Produktionszeit durch Animationen. Aber es sieht gut aus. Also wir sind auf 500 die Minute. Jetzt wieder nur auf 300. Ja, aber gut, vielleicht ist die Animation doch nicht mit drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil, wie gesagt, das Ding produziert jetzt halt nicht. Es steht halt effektiv still. Ja, ich denke auch, ne, dass das mit einbezogen wird. Aber ich bin mir halt tatsächlich nicht sicher. Obwohl, ja klar, müsste ja, ne? Er muss es ja nicht mit einbeziehen, sondern er guckt ja einfach nur effektiv, wie viel Zeit ist vergangen und wie viel wurde produziert. Das heißt, ihm ist ja egal, ob was stillsteht oder ob irgendwas in der Animation ist. Stimmt schon, er vergleicht ja einfach nur Zahlen. Also das spielt ja gar keine Rolle. Stimmt schon. Und jetzt geht das hier auch. 4%, 5%. Hier hinten kommen wieder die nächsten Raketen. Kann ich irgendwo nachgucken, wie viele Raketen ich insgesamt geschossen habe? Wo sehe ich, wie viele Raketen ich abgeschossen habe? Vielleicht hier irgendwo in der Star Map oder so? Weil wir können sehen, unsere Star Map ist tatsächlich jetzt auch schon aufgedeckt, komplett. Sogar die ganze Galaxis haben wir hier schon erforscht, alle Sonden und so. Sonnen, glaube ich. Ich glaube, da gibt es keine mehr. Aber ich muss jetzt quasi die anderen Planeten mir langsam mal angucken. Wie das funktioniert, weiß ich tatsächlich noch nicht. So. Geht, glaube ich, direkt nur mit einer Mod. Ja, kann sein. Oder geht es über Carve Kills? Oder hier irgendwo Achievements? Trains, Tipps und Tricks, Bonuses, Bonusse. Nicht wirklich. Nein, wüsste nicht.
Naja, doch, ich kann auf alle klicken. Ich kann mir meine Telemetriedaten angucken, die irgendwo hier unser müssen 66.000. Aber ich auf die letzten hier. 66.000, hat er mit genaue Zahlen? Nee, nicht wirklich, ne? Schade. Aber wir können 66.000 quasi auf jeden Fall überschlagen können. 66.000 geteilt durch 400. Nee, wie viel bringt eine Rakete? 100? 200? 200? Wenn 330 Raketen. Wir gucken mal, wir sehen es ja gleich hier. Wie viel bringst du? Ja, hau mal ab. Und zeig mal eben, wie viel du hier hast. 100. Also das heißt, 660 Satelliten dürfte ich abgeschossen haben. Das lässt sich dann ja relativ gut sogar im Kopf rechnen. 660 Satelliten hochgeschossen und Tendenz steigt. Und wir können sehen, die laufen nicht wirklich leer, sie laufen aber auch nicht wirklich voll. Also es hält sich die Waage. Das ist gut. Damit lässt sich arbeiten. Damit machen wir diesen Part zu Ende. Denn wir haben alles, was wir brauchen, umgesetzt. Und im nächsten Part, das würde ich gerne auch noch heute schaffen, diese Dinger umwandeln. Und das ist gar nicht so einfach. Ich guck mal eben... Ne, das machen wir im nächsten Part. Dann gucken wir uns im Victory Planner an, was ich dafür brauche. Das kriege ich sogar noch in meine Forschungsanlage ohne Probleme, weil ich momentan noch blaue Tränke beidseitig habe. Ich kann hier also blau und orange auf ein Förderband legen, so wie ich grün und rot auch auf ein Förderband gelegt habe. Das heißt, das funktioniert. Und dann dürfte ungefähr genauso viel arbeiten wie jetzt bei der Forschung. Ich kann auch einfach mal aufhören zu forschen, eigentlich. Ein bisschen weird, weil theoretisch, also es sieht nicht so aus, als wenn Orange mir irgendwie was Geiles bringt. Die Orangen, ne? Ich kann, guck mal hier, allein für den Insertor Capacity Bonus brauche ich schon Space Science. Habe ich noch nicht, kann ich noch nicht farmen. Das heißt, Orange liegt mir eigentlich, ja, verbesserte Electronics. Ich glaube, das ist der erste neue Ansatzpunkt, den ich brauche. Und dann hier Space Assembly, da muss ich wahrscheinlich dann irgendwie hin. Und Space Logistics, Nuklearkraft, also diese ganzen Geschichten brauche ich dann, glaube ich, erstmal. Space Science Labs und dann muss ich quasi langsam, aber sicher dahin. Das sind 500.000, 500.000, 1,1 Millionen, 1,2 Millionen, 1,3 Millionen, 1,4 Millionen. 1,4... Ich weiß nicht, brauche ich das? Nee, das brauche ich tatsächlich nicht. Das klammere ich mal aus. 1,4. Das brauche ich auch nicht unbedingt. 1,4. Den brauche ich aber. 1,4, 1,6 und den brauche ich. 1,6, 1,8 und den brauche ich. 1,8. 3,1. Wenn ich nicht zu dem anderen Gedöns installiere, brauche ich 3,1 Millionen, wenn ich mich nicht verzählt habe, um hier hinzukommen. 3,1 Millionen. Jetzt rechnen wir mal. 3,1 Millionen. Genau, das sind 3,1 Millionen. Geteilt durch 8, weil ich kriege 8 Tränke pro Telemetriedaten. Das heißt, ich brauche 387.000 Telemetriedaten. 387.000. Also, Moment nochmal. So. 387500. So viele Telemetrie muss ich umwandeln zu Forschungstränken. Und ich habe gesagt, ich kriege ungefähr, wenn es gut läuft, 500 die Minute. Das heißt, 775 Minuten brauche ich. Das heißt, das sind etwas über 13 Stunden oder sowas, ne? Weil durch 16. Na, ziemlich genau 13 Stunden, wenn alles so läuft, wie es soll. Dann hätten wir in 13 Stunden unsere sämtliche Forschung abgeschlossen. Für die nächste Space-Forschung. Also für die nächste Forschung, die dann halt die Space-Forschung ist. Klingt plausibel. 13 Stunden ist nicht wenig, aber passt. Okay, dann machen wir hier einen Cut. Sehen uns gleich im nächsten Part. Und dann werde ich mal schauen und ausrechnen, was wir brauchen für unsere orangenen Tränke erstmal. Also. Stellen wir uns hier hin. Ich mache so, ich speichere einmal und hole mir nochmal was zu trinken und dann sehen wir uns gleich wieder. Machen kurz 5 Minuten Pause, bin ich gleich wieder da. Bis gleich.